Geht's jetzt eigentlich schon los? Oder, keine Ahnung. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Geht's jetzt los? Hallo, AFOPS. Herzlich willkommen im Longenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Niklas. Und das ist das Krokodil. In 8W. 8W, genau. Ne? Ist schon ein bisschen bei uns im Verkauf, schon etwas länger. Und sie fährt, ne? Sie fährt und sie zieht auch ein bisschen was, wie man sehen kann. Also wir haben da jetzt mal ein paar 8W-Wagen angehängt. Ich glaube, da geht auch noch mehr. Sie fährt halt nicht schnell, aber das ist ja halt... Ja gut, aber das ist ja auch bei dieser Lok so das gewesen. Ist, ne? Ist das die Höchstgeschwindigkeit? Ich glaube, ich habe mal aufgedreht. Ich denke, das ist halt der Übersetzung geschuldet, damit die eben was zieht, weil das genau. ist sehr schwer, das Ding. Weil... Wenn die Lok stärker sein soll, wird es auch automatisch langsamer. Ja. Liegt halt an der Übersetzung, wie du schon sagst. Koppelung mal da. Also hier 8W im Übrigen, guter Wagen. Nur mal so zur Info, haben wir auch. Ne? Oh, pass mal, jetzt habe ich es vor die Detailkamera geschoben. Jetzt dreht der Kameramann schon wieder durch. Was machst du denn auch? Jetzt ja auch weiter davor. Du sollst die noch weiter. Guck mal, die stehen davor. So geht doch. Also, um das gute Stück geht's. Wir könnten jetzt euch ganz, ganz viel über die Krokodil erzählen. Ja. Ist ja eine ziemlich berühmte Lok. Die kennt man, ja. Die kennt man, ja. Wir lassen es aber, weil wir haben sie schon mal in 6W gehabt und der Marco hat dazu wirklich ein super Video gemacht. Und egal, was ich jetzt hier mache, ich stink dagegen ab. Ich wollte es gerade sagen. Ich verweise deswegen nochmal auf das Video von Marco. Ja. Das Videoteam wird es euch einblenden. Der hat das nämlich wirklich hervorragend gemacht und hat euch da ganz, ganz viele... Details noch zu erzählen. Genau. Dafür gibt es jetzt aber von Niklas ein paar Infos zur Konstruktion. Der hat nämlich dem Pascal, der das entworfen hat, über die Schultern geguckt und kann euch da jetzt ganz viele tolle Sachen erzählen. Also, dem einen oder anderen ist es sicherlich auch schon aufgefallen. Die entspricht nicht vom Aussehen her 100% dem Original. Also ihr seht das schon, zum einen geht das Pleuelgestänge bis hier nicht durch. Und auch die Räder sitzen nicht ganz exakt da, wo sie sein sollten. Das ist der Tatsache geschuldet. Der Pascal ist ein bisschen verzweifelt an dem Krokodil. Ich glaube, es war das härteste Set, was er je entworfen hatte. Ja. Er hat auch das ein oder andere Mal geflucht bei uns. Dass das hier eben nicht dem Original entspricht, liegt daran, dass er ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Versuche gebraucht hat, bis das Ding endlich um die Kurven kam. Also ihr müsst euch das so vorstellen, er hat das Ding gebaut und hat es getestet und wir haben es dann auf die Teststrecke gestellt und dann ist es dann 10 cm weit gekommen und zack, und dann ist es stehen geblieben. Und das Ganze ungefähr 3 oder 4 Mal, jedes Mal verbunden mit exzessiven Umbaumaßnahmen. Ja. Also er musste da wirklich jedes Mal fast alles umbauen, außer den Aufbauten. Oh ja. Und nur, damit sie dann wieder nicht funktioniert. Das ist sehr frustrierend. Aber jetzt läuft sie. Ihr habt es gesehen, sie fährt. Sie fährt, funktioniert, ja. Genau, sie fährt und sie fährt ziemlich gut. Ja. Und das war ja noch das, was du gesagt hast, gerade mit dem, wo wir jetzt auf die Teststrecke, das war ja schon relativ am Ende. Ich kann mich noch erinnern, wo der angefangen hat, hier das Mittelteil und dann versucht es irgendwie, erst hat er versucht, die drei großen Räder wirklich hier einzubauen und das Mittelteil schwebend zu machen. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Versionen von diesem Teil ich gesehen habe, bis wir es jetzt endlich hier auf dem Tisch stehen haben. Also es war ein, war schon ordentlich. Also ja. Schwierig. Und deswegen, der ein oder andere von euch sitzt jetzt vielleicht zu Hause und sagt, ja, es ist aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und sieht nicht genauso aus. Verzeiht uns das, es ist der Tatsache geschuldet, so funktioniert sie. Also wenn wir sie in so gemacht hätten, wie sie wirklich komplett exakt so, wie sie aussieht, hättet ihr sie als Display-Modell gekriegt, was ihr euch ins Regal hättet stellen können, aber nicht als fahrbares Modell. Ja. Weil das hat einfach nicht funktioniert. Und das ist dann immer dieser, das ist halt der Kompromiss, den wir an der einen oder anderen Stelle halt... Ja gut, man muss aber auch immer dazu sagen, da muss ich im Klaren drüber sein, es sind halt Noppensteine. Genau. Also man kommt nie zu 100% an die Vorlage ran, das ist immer so eine Annäherung. Und wenn man dann auch noch sagt, man will es halt funktionierend haben, muss man unter Umständen, nicht immer, aber muss man unter Umständen dann halt noch ein paar Abstriche machen. Und ich denke, dafür ist es doch ganz gut geworden. Also. Ich meine, wir haben ja schon mal so ein Displaymodell gemacht, die BR89, auf ihrem Display-Stand. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr zum Beispiel die Krokodil auch mal als Display haben wollt. Also nicht fahrbar, sondern wirklich zum Hinstellen. 10 oder 12 wäre sie dann, oder was auch immer, keine Ahnung, das wäre dann so ein Klotz. Mhm. Ja. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben. Also von daher, die Möglichkeit besteht. Gab es die auch noch in einer anderen Farbe vielleicht? Weißt du das? Ich glaube, sie gab es auch in Braun. Wir haben sie in 6W nämlich auch in Dunkelgrün und in Braun. Okay. Ja. Wäre vielleicht auch noch so. Weiß man nicht. Kann man ja mal machen. Also wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. So, zum Set selber. Also ihr seht das halt schon. Es ist
Hier habt ihr zwei bewegliche Elemente. Da sitzen die Motoren drin beim Original, oder? Da sitzen die Motoren drin, genau. Und die sitzen auch hier bei unserem Modell da drin. Ja, ja. Ja, aber auch beim Original. Also das sind quasi zwei Motorwagen und ein Steuerstandwagen. Genau. Da sind jetzt hier zwei L-Motoren drin. Damit könnt ihr das Ganze motorisieren, wenn ihr das machen wollt. Ihr braucht, wie gesagt, dann, also das Grundset ist wie immer bei uns ohne Motoren. Wenn ihr es motorisieren wollt, ihr braucht zwei L-Motoren. Ihr könnt theoretisch auch M nehmen, aber die sind dann nicht so leistungsfähig. Also wir empfehlen L. Unbedingt, ja. Dann braucht ihr natürlich eine Akkubox, eine Fernbedienung und ganz wichtig, ihr braucht einen Umschalter. Genau. Weil ohne den Umschalter habt ihr wieder das Problem, dass die beide in die gegensätzliche Richtung laufen. Das wäre natürlich blöd. Ja. Und wenn ihr das nicht kauft, habt ihr quasi, also das ist, das baut ihr mit, ne? Das ist der, wie nennt man das, Platzhalterblock? Ja, das ist im Grunde genommen der, das ist der Motor quasi auch. Also es ist der Motor, ja. Den nehmt ihr halt raus, um ihn durch die Batterie zu setzen. Also es ist der Platzhalter für die Batterie. Der sitzt ja eigentlich hier drin. Genau. Also ich mache das jetzt sowieso mal eben auf, um euch auch mal zu zeigen, wie das so von innen aussieht. Wenn ich es denn jetzt, mein Gott, das hält aber stark genug. Ja. Also wenn ich sie jetzt mal hier so auf die Seite lege, ihr seht schon, dass da ziemlich viel gerade drin los ist, wegen Akkubox, Umschalter und natürlich die Kabel, die... Das ist hier der besagte Umschalter, den braucht ihr, damit der ein Motor quasi die Laufrichtung... Und wenn sie halt nicht motorisiert ist, wie gesagt, könnt ihr das Ding, das passt dann quasi direkt hier rein. Also das baut ihr halt dementsprechend mit. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Das ist eine berechtigte Frage, aber ich würde sagen, ich weiß wie. Ja, weil du sie halt über das Rad gekippt hast und dementsprechend hast du es runtergezogen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Das war natürlich nicht so schlau. Solltet ihr nicht machen. So, und hier oben habt ihr dann halt eben... Die beiden Stromabnehmer, die könnt ihr auch relativ einfach verstellen. Und ich meine, sonst ist es halt das Krokodil. Was soll ich groß noch dazu sagen? Es ist ein. Halt es ist noch größer und wie grün, ich finde, ein schönes Set geworden. Es hat natürlich in dem Sinne keine Vorder- und Rückseite, weil. Ja, ist ja auch eigentlich egal, oder? Ist ja wurscht. Aber dafür ist sie ja auch, soweit ich weiß, konstruiert worden. Ist ja auch eine Rangierlok. Also für hin und her. Von daher auch eben hier die zwei Steuerstände, je nachdem, in welche Richtung ihr gerade fahren wollt. Genau. Und sonst, also ich finde das auch schön. Er hat auch so auf Details hier geachtet. Hier so diese. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob das die Bremse ist. Ich denke. Oder der Sandstreuer. Ich denke, das ist die Bremse. Meinst du, das ist die Bremse? Ich glaube. Könnte auch der Sandstreuer sein. Ich muss ihn mal fragen. Ich weiß es gar nicht. Aber ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das ist die Bremse. Weil ich kenne das aus Filmen, dass die halt direkt vor dem Rad sitzt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wo dieser Sandstreuer sitzt. Ja, eigentlich auch direkt vor dem Rad. Ist ja muss ja sein, sonst fällt der Sand ja quasi neben die Schiene und das ist ja dann, bringt ja nicht viel. Ja. Es sei denn, man muss aussteigen und läuft vor der Lok her, wenn man sie zieht. Also, weißt du, dass schon Dampfloks so einen Sandstreuer hatten. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass man bei denen nicht aussteigen muss. Ich fand das als Kind ganz erstaunlich, als ich noch mit der Straßenbahn in die Schule gefahren bin, wenn ich das erste Mal gesehen habe. Und habe ich gedacht, was ist das denn? Ja, und ist mir es dann wie Sand aus der Straßenbahn quasi gefallen, dass das, weil es halt glatt war. Ne? Und fand ich aber total klasse, ich wusste das vorher nicht, dass die Straßenbahnen alle so einen Sandstreuer haben. Ja. Also zumindest die Straßenbahn bei uns. Ich weiß nicht, ob das bei euren Straßenbahnen auch schon so war. Unsere konnten das. Wow. Ja. Toll. Ja. Also wollte ich jetzt nochmal so gesagt haben. Ne? Straßenbahnen können das wohl. Okay. Und Sie auch. Ja, zurück zum Thema. Ja. Wir haben auch Straßenbahnen. Genau, haben wir auch. Das ist ein Bluebrick Special bei uns. Das heißt, ihr findet die Anleitung wie immer online über die Webseite zum Runterladen. Und der Rest... Was sonst noch so Interessantes gibt, erzählst du jetzt mal. Richtig. Also, lese ich mal die Setkarte vor. Das ist die legendäre Lokomotive Krokodil in Grün und 8W. Das ist ein Bluebrick Special. Die Setnummer ist die 104521, Teileanzahl 1542 für 69,95 Euro. Ja, und an Länge, Breite und Höhe bringt das gute Stück 54 cm mal 8 cm mal 17 cm.
auf die Waage, hätte ich jetzt was gesagt. 17 Zentimeter, ist das mit oder ohne ausgeklappt? Ich glaube, das ist mit. Das sind die Maximalangaben, ja, die wir also, diese angeben. Genau. Aber das, wie gesagt, das höhentechnisch kommt natürlich darauf an, wie ihr den einstellt. Könnt ihr ja verstellen, genau. Ja. Bautechnisch ist es guter Durchschnitt. Ja. Ja, also es ist jetzt kein Hexenwerk. Es ist kein entspanntes Bauen, weil ein paar kniffligere Stellen drin sind, aber jetzt nichts, was man nicht hinbekommt. Nichts, was man nicht hinkriegen würde, genau. Ja, und mehr gibt es eigentlich auch zu dem guten Stück nicht zu sagen. Endlich da in 8W. Richtig. Wie gesagt, es hat lange gedauert, aber glaubt, Pascal hat sein Bestes gegeben. Also wir haben sie schon eine Weile hinten in der Werkstatt stehen, aber länger als so manch anderes Set. Genau, das erste Mal, als wir sie zeigen wollten, das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, und da hat dann Pascal auch wieder fluchenderweise sie wieder fahrbereit gemacht, und jetzt hat er die Lösung gefunden. Sie fährt. Sie fährt. Deswegen stelle ich sie jetzt auch mal wieder zurück aufs Gleis, ne? Genau. Wenn sie denn will. Oder? Ja, die hat viele Räder. Und natürlich ist es vielleicht eher ungünstig, die auf einer Weiche aufzugleisen. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so schlau. So, aber ich glaube, jetzt müsste eigentlich... Wir fahren nochmal nur nicht hin, ne? Ja, gut. So zum Abschluss. So. Gibt Stoff. Stoff. Oh, jetzt falsche Richtung. Ja, bleib ruhig, bleib ruhig. Ja, gerade eben stand es andersrum. Dauert, ich habe sie halt ein paar Mal gedreht. Ja, die braucht ein bisschen, um in Gänge zu kommen. Aber sie fährt. Ja, dann würden wir sagen, ne? War es das für heute aus dem Noppensteinstudio? Ja. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Achso, das ist ja Elektrolog. Okay, dann. Ja, gut, kannst du auch einen Schornstein dran bauen. Aber sie kann machen. Ja, das kann jede Lok. Fertig.